Und wir machen mal weiter mit einer der vielen Ankündigungen, die wir an diesem Wochenende hatten. Eine, die mich am meisten, glaube ich, überrascht hat, ist tatsächlich Magic Foundations. Ist das eine Rückkehr zu Corsets? Du bist schon etwas, kommst du schwitzige Finger vor Wut? Was ist ja. da los? Ich finde Corsets richtig mies. Also okay. Ich mag Corsets überhaupt nicht, was einfach daran liegt, dass Corsets sind für mich eine Geldmacherei. Sie drucken immer Karten rein und hier haben wir jetzt mit Foundation ein Set, das 4 Jahre lang halten soll. Und dann klingt das am Anfang so, boah, ich kaufe eine Karte, die kann ich 4 Jahre lang nutzen, das ist voll geil. Erstens wissen wir nicht, ob Foundation gereprintet wird, weil wir, also wie lange das in Distribution ist, wie lange man das bei seinem Local-Händler kaufen kann. Und wenn ich das zum Beispiel nicht mehr kaufen kann, man aber jetzt Karten da drin hat, die man haben muss, ja. habe ich ein Problem. Ja. Und das finde ich halt irgendwie doof. Dazu kommt, wenn ich das 4 Jahre im Standard habe und da printen sie jetzt irgendeine Broken-Mist-Karte, dann habe ich die 4 Jahre lang am Arsch. Und das für mich noch Schlimmste ist, es nimmt dem Ganzen irgendwie dieses Einsteiger noch weiter weg. Ich weiß, Wizards hat es genau andersrum argumentiert. Die haben gesagt, hey, dann kann man das kaufen, dann kann man es durchspielen und so weiter. Aber wenn ich jetzt überlege, ich will in 3 Jahren einsteigen und dann sagen alle, ja, Foundation ist das beste Ding zum Einsteigen. Commander übrigens auch nicht. Und dann hängst du da und sagst, ja cool, dann kaufe ich das und dann ist es noch ein halbes Jahr gültig oder ein Dreivierteljahr gültig und du weißt gar nicht, ob das gereprintet wird oder nicht, dann ist es einfach nicht gut. Und das macht so viel madig da drin und ja, ich finde es ein bisschen schwierig tatsächlich. Finde ich interessant, weil mein erster Vergleich war tatsächlich zu den Base-Sets von Hearthstone. Ja. Weil, wie gesagt, du hast schon eben gesagt, das bleibt 4 Jahre lang, ist das jetzt erstmal geplant für Standard. Und ich glaube, sie haben sogar eine Ankündigung gesagt, dass es die Idee hinter Foundation ist, dass die Karten immer im Standard sind. Das gibt ja so einen Grundstock, aber man weiß es halt noch nicht. Jetzt erstmal wie ist oft haben die uns irgendwelche Sachen versprochen und nicht gehalten? Also fair. Aber aktuell soll es bis 2029 legal sein, die Karten, die da drin sind. Und die Idee dahinter ist halt wirklich so ein bisschen Grundstock zu liefern an Playables, zum Beispiel ein paar Karten, ein paar Reprints, die da drin sein werden, ist halt Llanowar Elf, Day of Judgment und Omniscience, was natürlich der Common Rare und Mythic, die sind vom Power Level jetzt nicht alle gleichwertig, aber so ein Llanowar Elf kann schon Standard sehr krass bestimmen und auch so ein 4-Mana Wrath, das war jahrelang ein Unding im Standard und jetzt haben sie es quasi in dem Core-Set reprintet und sagen quasi, hey, 4-Mana Wrath ist das Go-To, was wir vom Power Level haben wollen und an sich finde ich das schon echt eine gute Idee. Ich bin halt gespannt, wann sie das erste Mal einen Llanowar Elf oder einen Shock oder einen, also wenn Shock drin ist, oder einen Day of Judgment in einem normalen Set printen und es in Foundation drin ist. Weil das, finde ich, wäre so ein absolutes Unding. Wenn sie das wirklich on Stock, on Print halten, fände ich es ein Unding, solche Karten zu machen. Und ich habe das Gefühl, es wird passieren. Ja, also ich meine, das wird jetzt, also das Ding ist mit Standard ist halt immer so eine Sache, es wirkt immer ein bisschen kopflos, wir wissen nicht hundertprozentig, was sie mit Standard vorhaben und sind auch sehr zurückhaltend, was Informationen angeht und ich finde jedoch, Foundations ist von der Produktpalette her zumindest eins, klar, es ist ein weiteres Booster-Set, über das man sich halt, auf die man sich sagen kann, es gibt auf jeden Fall viel zu viele, das definitiv, aber die Intention dahinter ist ja zumindest eine gewisse Spielfreundlichkeit im Sinne von, hey, auch allein, auch selbst wenn man das Booster nicht oder wenn man das nicht kauft, die Karten sind ab da legal und man kann dann mal seine Alpha Llanowar Elf im Standard spielen, wenn man möchte. Und das ist ja zumindest schon mal was, wo man sagt, okay, da kriegen wir ein bisschen so, wie gesagt, so einen Grundstock rein, so Karten, auf die man eben bauen kann. Ich bin halt wirklich gespannt, wie das Rest des Sets aussieht. Vor allen Dingen, wie die Landbase aussehen wird. Ob sie bei sowas, keine Ahnung, also Shocklands wäre wahrscheinlich ein bisschen zu krass, aber ich meine, Dual Lands, die cool sind, wäre ja nice. Ja, vor allem, weil sie dann die nicht wieder an und in welchen Sachen rückfinden sollen. Ja. Was ich mich halt frage, und das habt ihr ja, glaube ich, schon rausgehört, das hast du, glaube ich, auch schon rausgehört, ja. ist tatsächlich, was die Viability davon angeht, wie viel wird davon geprintet. Weil jetzt überleg dir auch, du hast als Store dieses Produkt, musst du ja dauerhaft vor Ort haben für neue Spieler. Ja, ja. Auf der anderen Seite wird es auch niemand mehr kaufen in einem Jahr, selbst in ein paar Monaten nicht mehr. Überleg dir mal, was für ein Hype wir jetzt haben. Mhm. Wir sind jetzt auf der Pro Tour Modern Horizons 3. Ja. Wir reden über Assassin's Creed, was hier jetzt heute rauskommt, wenn ihr dieses Video hört, für uns das in der Zukunft, ja. und sind jetzt schon über Bloomborough, was übrigens in 3 Wochen rauskommt. Ja. Ich möchte das nur mal kurz gestated haben, am 19. Das ist halt, das ist nichts und wir sind in so einem Pace, wo ich sage, wer soll sich denn an ein Set erinnern, das 4 Jahre lang legal ist? Ja. Und wenn das im Regal stehen muss für die Stores, das ist, glaube ich, nicht so geil.
Also es ist auf jeden Fall ein Mixed Bag, würde ich sagen. Also es hat auf jeden Fall seine positiven Seiten. Es gibt auch zum Beispiel ein paar neue Karten, die ich auch ziemlich spannend sind. Sehr einfache Designs, was halt aber zur Ausnahme mal ist schön ist. Ja, wirklich. Wir haben zum Beispiel Anthem of the Champions, ein grünes und ein weißes für ein Enchantment, was einfach sagt, Creatures you control has control get +1/+1. Und tatsächlich, was auch noch interessant ist, ab jetzt gilt auch eine Neuerung für Enchantments, denn alle Enchantments haben jetzt diesen Nyx-Border, der eigentlich ganz entspannt ist. Also, oder findest du das ganz cool nochmal als Ablehnung? Ablehnung, sag ich schon. Als Abgrenzung zu den Artefakten? Gar nicht. Ich finde das ganz schlimm, weil die Enchantment aus Nyx waren nur die Bestow-Karten, die diesen Border haben. Ja. Und ich konnte immer sehen, eine Bestow-Karte oder diese Götter, die hatten die, glaube ich, auch. Ja. Und ich konnte daran sehr gut erkennen, was eine normale Enchantment ist und was so eine Special-Enchantment ist mit sonst was. Ja. Und ich finde den Border halt nicht hübsch. Aber das ist Geschmackssache. Ja, ja. Aber wie du schon sagst, als Abgrenzung zu den Artefakten, gerade jetzt, wo wir so Multicolor-Artefakte, so viele von haben, ist es eine gute Idee, halt hinzugehen und sagen, hey, ihr habt jetzt blaue, farblose Kreaturen in Eldrazis, ihr habt blaue Artefakte, die halt denselben Border hatten oder so einen ähnlichen Border hatten wie die Verzauberung. Jetzt machen wir die Verzauberung nochmal neu. Als Idee finde ich es ganz gut und ganz nett tatsächlich. Genau, und es gibt natürlich auch ein paar neue Karten. Das ist nicht alles eben Reprints. Gut, wir hatten mit dem Anthem jetzt auch schon einen Effekt, quasi, aber auch ein Reprint von einem Effekt, den wir schon hatten. Aber es gibt noch den Nine Lives Familiar, ein 3-Mana 1-1 Creature Cat mit 8 Revival Counters, die da drauf sind, wenn man den gecastet hat. Und wenn diese Kreatur stirbt, wenn sie einen Revival Counter drauf hatte, wird sie einfach wieder zurückgebracht und bekommt dann quasi immer einen Revival Counter weniger. Das heißt, es ist tatsächlich eine Katze mit 9 Leben, wenn man so will. Glaubst du, designmäßig 3 Mana 1-1, aber dafür kannst du es halt sehr häufig sacrificen. Glaubst du, das könnte was werden für Constructed-Formate? Ich finde es sehr cool. Erstens, eine Katze, Katzen sind immer großartig. Zweitens hat man den Punkt, man hat, wenn man nochmal zum Beispiel, wenn du dich erinnerst an so ein Sacrifice-Deck oder ähnliches, so die mit der Cat-Oven dabei zu haben, wäre im Standard cool gewesen. Und ich weiß nicht, was sie vorhaben in den zukünftigen Sets, aber wenn man wirklich nochmal so in so ein Sacrifice-Ding reinkommt, ich glaube, dann wird das richtig cool. Ja, ich glaube auch. Und es ist aber trotzdem ein sehr safes Design, was man eben sagen muss. Also von daher kann man auf jeden Fall sagen, ich bin sehr gespannt, was sie mit Foundations machen. Und meine größte Frage ist, werden sie auch dazu wieder Commander-Decks machen? Oh, von welchen Commander-Decks, die 4 Jahre lang im Commander drin sind? Ja, gut, sie werden ja immer im Commander drin. Aber ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Aber was sagt ihr denn zu Magic Foundation? Eine quasi Neuinterpretation von Core-Sets mit Hearthstone-Base-Set-Implikationen? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare oder ins Discord, was ihr davon denn haltet.